hallo, wir fahren gerade ins Krankenhaus. Und wir haben seit, wie viele Stunden haben wir Wehen? 30 Stunden Wehen. Also vor Wehen, ich weiß nicht. Es sind keine geburtseinleitenden Wehen, deswegen dauert das so lange. Am Anfang war es noch einfach zu veratmen. Die Wehen, die gehen ja jetzt schon 40 Sekunden oder länger und kommen alle 4 Minuten. Ich meine, das heißt ja nichts. Die Wehen davor sind auch alle 3 Minuten gekommen oder alle 5 Minuten für 30 Sekunden und das war auch schon sehr schmerzhaft. So, das erste, was ich heute Morgen gemacht habe, war duschen, gefrühstückt. Ich habe aber trotzdem super wenig geschlafen, weil die Wehen mich einfach die Nacht komplett eingenommen haben. Ich hoffe, im Krankenhaus geht es schon ein bisschen schneller voran. Nicht so wie die letzten 2 Nächte. Auch hier im Auto zu sitzen ist ein bisschen anstrengend. Aber wir sind zuversichtlich. Ja, unsere Fahrt dauert schon 50 Minuten. Ich muss jetzt mal kurz Pause machen. Jetzt nach Haus und waren 3 Tage jetzt hier im Krankenhaus. Ich wollte jetzt nicht die kompletten Tage hier irgendwas aufnehmen, weil wir haben uns die ganze Zeit mit uns selber beschäftigt und ganz viel gegessen, gestillt und jetzt freuen wir uns auf zu Hause. Was ich noch sagen wollte, ist, das Krankenhaus, das ist so nett. Also ich kann es nur jedem weiterempfehlen, hier zu entbinden. Die sind alle so nett und so hilfsbereit und haben so eine Stillberatungserfahrung, wie man das auch nennen mag. Und die haben mir auch auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Und guck mal, da schläft der Kleine. Die kleine Maus schläft endlich. Ich bin so froh, dass er in diesem Sitz schlafen kann. Wir hatten schon die Befürchtung, dass er die ganze Autofahrt durchschreien würde. Aber es klappt eigentlich ganz gut. Das erste Mal in dem kleinen Sitzchen drin. Wir waren insgesamt 4 Tage im Krankenhaus. Eigentlich schon so eine lange Zeit. Ne? Ich bin froh, dass wir jetzt nach Hause fahren können und es uns gemütlich machen können mit dem Kleinen. Ja. Und da quakt er auch schon rum. Tag 3 und er schläft tief und fest. Oh. Das ist übrigens dieses, wie nennt man das? Nororeflex, wenn das Kind seine Arme so bewegt. Naja, auf jeden Fall schläft er in diesem Kokuna-Baby tief und fest. Heute schon 3,5 Stunden nach einer Still-Session und dann jetzt 2 Stunden am Stück. Kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Entweder liegt es am Milchkoma oder am Kokuna-Baby. Er quengelt aber jetzt rum, wir müssen umdrehen. Nein, quengelt noch nicht. Das war's schon. Das ist nur müde. Heute bin ich eine Woche alt. Kleine Füße.
schon mal aus, jetzt schluck auf. Also das Kokuna-Baby ist echt toll. Da schläft er nämlich 3 Stunden drin. 3 Stunden. Meine Empfehlung, tagsüber benutzen, aber nicht zu oft, weil dann schläft er nämlich durch und kann abends dann nicht mehr schlafen. So, nochmal kurz hallo. Das mit dem Spazierengehen hat anscheinend noch nicht so ganz funktioniert, aber Step by Step. Wir waren vor ein paar Tagen wieder einmal kurz draußen und da hat er nicht gequengelt. Das heißt schon mal, ja, wir haben es geschafft. Er kann auch im Kinderwagen spazieren gehen, ohne zu quengeln. Und gerade ist er mit seinem Papa im Wohnzimmer und ich durfte endlich mal mein Sitzbad machen, was ich zurzeit regelmäßig mache mit so Calendula-Essenz von Veleda. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich solche Art von Videos weiterhin machen soll, also so Wochenrückblicke. Ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig schaffe. Es ist nämlich schon eine riesenkrasse Umstellung mit Baby. Und der Kleine will andauernd an die Brust und ich komme quasi zu nichts. Deswegen müssen wir mal schauen, aber ich werde mein Bestes geben. Und ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und kann euch so ein bisschen einen Einblick geben. Ich wollte demnächst noch ein Geburtsbericht-Video abdrehen. Dann könnt ihr auch noch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr da für Fragen habt. Dann kann ich die nämlich in dem Video auch direkt beantworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.